Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute mal aus einem Leihauto, weil mein Auto ist in der Werkstatt. Service muss halt mal gemacht werden. Heute stelle ich euch eine interessante App vor, weil ich bin ja ein Verfechter von Foodsharing und ich habe da eine sehr coole App gefunden. Wenn das so funktioniert, wie es da beschrieben wird, dann ist das klasse. Also bleibt dran. Too Good To Go heißt diese App. Hier ist sie gleich eingeblendet. Die lasse ich auch mal kurz dann laufen und habe da ein paar Orte in Hessen gesucht und auch gefunden und dann ein paar Angebote, was man da alles bekommen kann. Am besten ist, wenn man einen Beutel mitnimmt, also eine Tüte. Wie das bezahlt wird, weiß ich noch nicht. Muss noch rausfinden. Ich glaube, bei PayPal geht das. Und ja, dann kann man sich da einloggen, geht auch über Facebook und kann jetzt meinetwegen auswählen, ja, beim Sushi die Reste für 3 Euro mitnehmen in der Tüte. Das will ich zum Beispiel mal probieren, da ich ein unheimlicher Sushi-Fan bin. Und ja, und dann werde ich euch da Info drüber geben. Ich werde die App jetzt einen Monat testen, ungefähr ja so eineinhalb Monate oder sagen wir mal, ich teste ausgiebig, weil das ist ja eine größere App und es gibt auch mehr Möglichkeiten. Vielleicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in München, in Stuttgart oder irgendwo, dann versuche ich dort natürlich auch etwas rauszufinden, was es Schönes zu essen gibt für 2-3 Euro. Und dann werde ich im neuen Jahr euch berichten, was die App bringt, ob sie sich lohnt, was ich davon halte. Also insgesamt finde ich das schon mal sehr cool. Die Aufmachung ist ziemlich gut gemacht, ziemlich einfach gehalten auch. Einfach Standort übernehmen, wo man gerade ist, den übernimmt er automatisch über GPS. Oder halt, wenn man sucht, wenn man sagt, ja, ich fahre heute mal nach Freiburg und dann gibt man ein Freiburg und dann steht da von bis verfügbar und wenn ich schon weiß, ich bin 16 Uhr oder so in Freiburg, alles klar, eingecheckt, ich hole das dann ab. Ist eine gute Idee, vor allen Dingen ist es für Fahrer sehr interessant, finde ich, weil man ja nie genau weiß, wo man ist und wenn man da mal unterwegs ist, dann irgendwie stört mich das Lenkrad. Das ist ein Opel Corsa im Übrigen, naja. Und wenn man unterwegs ist, dann ja, und nicht viel Geld in der Tasche hat, was man als Fahrer so nicht hat, gerade wenn man beispielsweise Kinder hat oder so und unterhaltspflichtig ist und so weiter, ihr wisst wie es ist, ne? Gibt genug Fahrer, die das so machen, da hat man theoretisch kaum noch Geld übrig und dann ist es eine schöne Variante, Geld zu sparen und trotzdem zu essen. Und die andere Seite ist natürlich, Foodsharing ist das A und O für mich. Ich finde, es wird zu viel weggeschmissen und alle, die da mitmachen, danke erstmal, großes Lob an euch. Und ihr macht da auch noch einen kleinen Schnapp, immerhin, für das, was ihr wegschmeißt, kriegt ihr noch Geld. Ja, also es wird nichts vergeudet. Oder wenig. Ja. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Also ich werde das also jetzt haben wir November. Ich werde das bis Januar testen wahrscheinlich. Je nachdem mal gucken, wo ich hinfahren muss. Ich hoffe, dass ich in der Zeit mal eine Direktfahrt in ein anderes Land bekomme. Dann werde ich natürlich in einem anderen Land, in Frankreich, Belgien oder in den Niederlanden, werde ich das auch testen, ob das wirklich so funktioniert. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Ja, wenn ihr mehr über die App wissen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Ihr habt ja das Video gesehen, das müsste mittlerweile fertig sein, schon lange.
Ich wiederhole das ein paar Mal, deswegen. Und sagt mir, was ihr davon haltet. Und es bleibt nur noch zu sagen, ich bin auch im Facebook, im Daily Motion, im Instagram und im Statement Magazin bin ich auch vertreten. Schaut überall mal vorbei, da findet ihr mich. Unten in der Infobox sind die Links drin. Ja. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.